Hallo ihr Lieben. Jetzt gerade wollte ich euch den Laptop anschmeißen, damit ich diese Videos hochladen kann, die ich gerade gedreht habe. Und dann ich habe so eine Dreifachsteckdose in eine normale Steckdose reingesteckt, damit ich Handy laden kann und Licht anhaben kann, also mein Nachttischlicht und Laptop gleichzeitig anhaben kann und so. Oder auch, ich hatte jetzt gerade, hatte ich mein Handy drin zum Laden und die Stereoanlage war an und den Laptop hatte ich halt eingesteckt und beim Einstecken vom Laptop ist dieses Ding putz, in meinen Händen in Flammen aufgegangen und Licht und Strom und Funken und ich habe so Schiss bekommen. Ich so, hab das weggeschmissen. Jetzt habe ich es rausholen müssen und das ist bei mir so verkabelt, weil bei mir ist das Bett auf der Höhe von der Steckdose. Das heißt, man muss das ganze Bett aus meiner Ecke rausziehen, damit man an die Steckdose drankommt. Und ich wollte die ja loshaben und dann, ach oh Gott. In meinem Zimmer hat es ungefähr 36 Grad und ich habe mein Bett wegziehen müssen alleine. Und ich bin so fertig jetzt. Jetzt muss ich warten, bis mein Dad nach Hause kommt und mir eine neue Steckdose gibt, damit ich meinen Laptop wieder anmachen kann. Und also ja, den Laptop kann ich schon wieder anmachen jetzt, aber ich brauche eine neue Steckdose und die Sicherung ist auch rausgeflogen, aber nur in meinem Zimmer. Im Rest vom Haus ging noch alles. Sogar im Flur vor meinem Zimmer. Ja, also passt auf mit euren Steckdosen. Gefährliche Sache, nicht für Kinder. Okay, jetzt tschüss.